Hallo und herzlich willkommen bei Contra mit Chris. Hi. Machen wir. Oh, ja, okay. Ja, jetzt haben wir. Und die Maus ist auch noch im Bild. So, wir starten gleich zwei Spieler. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Christian spielt das Blind, ich habe es schon mal geprobiert. Ja, leider. So, ich bin der Blaue. Rot. So, nimm. Wenn du gerespawnt bist, dann hol dir das M. Warte. Ach, ich hab das jetzt. So, nennen hier wegsnacken. Hol dir das R, das nützt dir zwar nichts, aber R steht für Rapid Fire, also das vergrößert die Feuergeschwindigkeit so. Wow, immer ich. Christian spielt auf Tastatur, ich auf Gamepad. Und es wird so ein gemütlicher Zockerabend, also. Wir nehmen das auf und wir versuchen so weit zu kommen, also das Spiel ist schwer wie Scheiße. Ja, das stimmt. Wow. So, schießt da drauf, dann kommt ein Power-Up raus. Ja, die anderen Dinger sind Kanonen und die wollen dich töten. Wie mache ich nach unten meine... Du musst springen und dann nach unten schießen, so rum geht das nur. Boah, und Ich hol mir die... Warte mal. So rum war das. Hol ich mir die Flammenkanone. Bis ich vielleicht irgendwann fähig bin, die Spreadgun zu bekommen. Denn die ist hier... Scheiße. Denn die ist hier wirklich so, die Spreadgun. Das ist, naja, man könnte sagen, es ist die beste Waffe. Spreadgun, Spreadgun, Motherfucker. Das war sogar wirklich mal, war eine Zeile im Text von einem Lied, was über dieses Spiel geschrieben wurde, dass es so schwer sei und das. Und dann war halt im Refrain der Cheating Code, mit dem man 30 Leben bekam. Also wirklich, der Konami-Code, der funktioniert bei jedem Konami-Spiel, müsste man mal ausprobieren. Ja, der Konami-Code ist nicht zu unterschätzen. So viel schon vorweg. Ich glaube, wir werden das Spiel... Christian, wenn ja. Wir irgendwann nicht mehr weiterkommen, dann werden wir das Spiel sogar mit Konami-Code spielen müssen. Vollkommen. Bestimmt. Also ich meine, wenn du jetzt schon Game Over bist... Ich meine, du kannst hier Leben von mir klaren. Lass mal den da oben killen. So, Mustafa. Nein! Oh Gott, okay, ihr, Alter. Bin gleich schon wieder verkackt. Ja. Mit der Spreadgun wäre das wesentlich einfacher. So, jetzt da lang drauf ballern, bis halt alle tot sind. Das ist so der einfachste Boss in dem Spiel, oder? Nee, wow. Der einfachste Boss ist der Hauptboss. Speed Tapping! Ich mache einfach Autofire. Gut ist. Hurra! Du alleine und ich bin tot. Oh Mann. Ah, warte, du startest wieder. Das bin ich scheiße. Haben wir starten, obwohl, nee, du bist immer noch Game Over. Ich glaube, ich muss wohl erst Game Over gehen, bis du dann wieder drin bist. So. Sind wir in der Geheimbasis. Das ist cool, oder? Also das sieht wirklich cool aus. Mhm. Ich glaube, da wärst du sogar besser als ich, Chris. Nein, bin ich nicht. Ja, ich bin auch sowieso schon tot. Also wenn man ein Level schafft, dann kriegt man ein Bonusleben dazu. Zumindest glaube ich, ist das. Also ich kenne die Spielmechanik wenig. Ich spiele das auch nur... Also ich bin kein abgehackter Profi. Ich habe das auch schon mal durchgespielt, aber auch nur mit meinem Bruder mit Konami-Code. No. Naja, ich meine, ohne Code schaffe ich es bis Level 4. Und jetzt habe ich gerade einfach nicht aufgepasst. So, ihr sterbt. Ach du Scheiße. Ja, war ja klar, dass ich da sterben musste. Okay, wir starten jetzt nochmal. So. Christian, du bist dran. Du läufst mit, wenn du versuchst nach vorne zu laufen, da rennst du gegen den Elektrozaun und wirst gelähmt, also mach das nicht. Okay. Ja. R! Hol dir das R, obwohl das bringt dir ja nichts. Scheiß drauf, Hauptsache was. Kam sogar im Lied, das R für. Relativ nutzlos steht, also rarely helpful, also eher sowas wie selten nützlich. So. Das Schöne ist, wenn man hier das Ding zerschießt, werden alle Projektile in der Luft gekillt. Na! Was wird da eigentlich hergeschmissen? Sind das Tora-Rollen? Ja, genau. Irgendwas essen.
irgendwas zu essen. Ja, genau, Tora-Rollen. Jetzt auch mit Barbecue, ne, so sowas wie Pfannkuchen. Jetzt auch mit Barbecue-Geschmack. Oh, jetzt habe ich Hunger. Stell dir jetzt mal Pfannkuchen, oh, beim Boss. Und getot. Stell dir jetzt mal Pfannkuchen mit Barbecue-Geschmack vor. Boah, Alter. Ich meine, lecker. Ich meine, so ein Gourmet wie Dennis Bram würde das bestimmt super finden. Ach, Kacke! Mist! Oh. Okay, nochmal. Ist schlecht. Base 1, also Stage 2. Das Spiel ist super. Also ich finde es super. So, ja, wollte, kann. Ja, jetzt hast du verpennt, dir das R zu holen. Und zurück kann man ja nicht. Du machst die Kanone rechts. Wenn du willst. Wenn ich es schaffe überhaupt, Mann. Komm, Chris. Nein, ich wollte gerade sagen, komm, Chris, das schaffst du. Nee, gar nicht. Runter, oh. Ducken. Deine Mutter, Alter. Ha! Das haben wir noch geschafft. Also. Tod. Ja, aber ich habe wenigstens noch ein Leben. Nicht so wie manch anderer hier. Oh, du Mutter. Nein, Amiso! Na! Oh. Ja, nicht meinen. Mach ich es aber. Wo? Oh. Gott, bin ich schlecht, Mann. Ja. Wie war das nochmal in Smash Bros., wo du einfach mal so jedes Jahr zweimal zu mir kommst, einfach um mich in Smash Bros. Fertig zu machen? Macht ja auch Spaß, du bist auch scheiße in diesem Spiel. Ja, und wie das war, dass dein du wirst langsam immer besser? Nee, ja, nicht. Das war zur Aufmunterung. Ja. Nee, nicht. Aber das Spiel sieht dann, also wenn man es nicht kennt, sieht es spaßig aus, oder? Ja, nur recht schwer. Nein! Und was mache ich? Ich renne auch noch mitten rein, so. Christian, ich glaube, wir müssen das mit dem Coach spielen. Nein, ohne. Ich meine, vor allem du müsstest das mit dem Coach spielen. Kannst du mit meinem Arsch weg. Ja, ich bin in den Zaun gerannt. Mann! Oh, ich sehe das Brötchen gar nicht. Das Brötchen? Die Projektile. Und die Projektile, ich habe verständlich, ich sehe das Brötchen gar nicht. Das auch. Wow. Soll ich sagen, dass wir heute Abend zum Blues-Festival gehen? Was? Nee! Na, dass wir heute Abend zum Blues-Festival gehen, soll ich das sagen? Nein. Da machen wir einen Vlog. Nein! Kacke, Mist. Du bist scheiße schlecht. Ach, ich auf einmal. Ich bin gut hier. Ja. Stimmt. Bevor die Bros geht's hier. Ja, du springst die ganze Zeit im Kreis, drehst dich und schießt in alle Richtungen. Pro Skills halt. Da stehen die vier. Bam! Ja. Bam! Macht Spaß, oder? Ja. Voll die Pro Skills. Oh, jetzt hast du die Machine Gun. Also einfach draufhalten. Machine Gun ist super. Einfach draufhalten. Nein, oh Mann! Oh, nicht mein. Oh, wir sind so schlecht. So, weiter geht's in der nächsten Folge.